Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Titel haben wir noch nicht. Vielleicht fällt euch was ein, Marcos Diamond oder sowas. Auf jeden Fall geht es in diesem Format darum, dass mich der gute David hier als Protoss-Spieler ein bisschen in StarCraft coachen möchte. Hat seinen Kollegen mitgebracht, den Sebastian, der uns auch fleißig unter die Arme greifen wird. Und ihr fragt euch vielleicht, wer bin ich? Ich bin der Marc von The Force U, vielleicht einer oder andere kennt mich. Aber ihr beide könnt ihr auch mal vorstellen. Fangen wir mit dir an, David. Ja, ich bin David und ich spiele StarCraft 2 eigentlich seit der Beta. Ich habe auch so ein bisschen Low-Level-Coaching schon mal angeboten in Foren und so, aber das konnte ich irgendwann gar nicht mehr handeln, weil das unheimlich viel Nachfrage gegeben hat. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt auch irgendwie was anderes machen möchte und irgendwie meine Erfahrungen und so weitergeben kann. Und dabei sind wir auf die Idee gekommen, das hier zu machen. Ich bin übrigens auch Protoss-Spieler. Was ja natürlich sehr hilfreich für mich ist, da ich auch Protoss spiele. Und der Sebastian auch noch. Ja, ich bin zwar kein Protoss-Spieler, ich bin Terraner, aber bei mir ist zu sagen, ich bin ehemaliger RTS-Spieler und unterstütze die beiden so ein bisschen, mache so den Trainings-Dummy, werde passiv dann wahrscheinlich mitgecoacht und ich versuche alles zu unterstützen. Wir befinden uns hier übrigens in der Casa de Venien, in einem der vielen Büros von venien.eu. Ja? Also wenn ihr euch fragt, wo diese Aufnahme herkommt, wir sind hier im schönen Ruhrgebiet. Ja? Also best ausgerüstet mit allem möglichen Hightech-Schnickschnack, den der Venien uns bieten kann, mit seinen ganzen Sponsoren, die er hat. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Testspiel. Der Sebastian wird sein Bestes geben, mich in Grund und Boden zu stampfen. Ja? Wir werden euch ein bisschen die Map erklären. Das Ganze soll ja auch für Einsteiger da sein und die so ein bisschen sich mit der Materie auskennen von StarCraft, aber noch nie wirklich selber gezockt haben, so wie ich. Ja? Und gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Ich würde sagen, du gehst rüber an den zweiten Rechner. Ja, ich werde jetzt so richtig Gas geben. Also machen wir um Best of 3, ne? Wir machen Best of 3, genau. Das heißt, zwei Spiele muss ich oder er gewinnen, um das Ganze hier über die Bühne zu bringen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, indem wir hier die ganze Map vorstellen. Möchtest du das mal übernehmen? Ja, genau. Dann fangen wir mal hier Aufnahme an. Und du erklärst mal ein bisschen die Map. Genau, also wir haben ja gesagt, wir machen Best of 3. Und da habe ich gedacht, machen wir mal den Ladder Pool, weil den die meisten Spieler auch, glaube ich, kennen werden. Und ich mach mal, ich habe dann vorgeschlagen, Cloud Kingdom, die Map. Königreich der Wolken heißt die auf Deutsch. Das ist eine Zwei-Spieler-Map. Die sieht jetzt erstmal so ein bisschen verworren hier aus. Es gibt allerdings, abgesehen von dieser S-Form, die man hier sieht, auch einen direkten Weg zum Gegner. Man muss einfach nur hier, da gibt es kleine Rampen, über die Rampen gehen. Die hat hier eine Natural, also wo man eine zweite Basis errichten kann, mit einem ziemlich schmalen Eingang. Hier gibt es eine Rampe mit einem Aufstieg und die weißen Punkte für alle, die das da gar nicht wissen, also da sind dann die Bases am Ende. Genau, okay. Eine dritte Expansion gibt es dann hier noch in der Mitte, ne? Sehe ich da gerade? Also man kann, hier ist eine relativ sichere dritte, die man irgendwie beschützen kann. Man kann unter Umständen auch hier expandieren und hier gibt es auch noch vielleicht eine vierte oder fünfte und hier haben wir auch noch einen Spot mit Minerals, wo man expandieren kann. Also die ist symmetrisch, die Map, also quasi hier startet der andere Spieler, je nachdem wer wo startet. Hier ist dann da die Natural zweite Base und dann kann man das von der Symmetrie sich leicht erklären, wo die anderen Bases so ungefähr liegen. Ja, gucken wir mal, wie schnell das Ganze läuft. Ja, zu deiner Frage, das läuft schon. Ja? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich überreiche dir mal quasi feierlich das Mikrofon. Ja? Vielen Dank. Ja. Hey, ihr seid ja eigentlich beide jetzt Goldspieler. Ja, wir sind beide Goldspieler. Also ich bin accidentally ich habe gestern meine 5 Trainingsspiele gemacht. Ja, man muss ja irgendwelche 5 Trainingsspiele machen, um gerankt zu werden in dieser Liga. Und bin dann irgendwie in diese Goldliga gerutscht. Also was ist denn, kannst du mir kurz erklären, was die Ligen sind? Wo man anfängt, wenn man quasi ganz Anfänger ist oder wie man hochkommt und so weiter? Ja, du hast es ja schon selber gesagt. Jeder muss erstmal 5 Spiele machen, wenn man das erste Mal Multiplayer spielt, damit man überhaupt in der Liga irgendwo gesiedelt wird. Und das Battle.net schätzt dann halt ein, wie gut man ungefähr so ist. Ich habe das gerade auch gar nicht erzählt, ich bin in der Masterliga. In der Masterliga sind die obersten 2% aller Spieler. Also schon ziemlich gut, ja? Ja, also es ist jetzt da, ich verdiene damit kein Geld oder so. Es ist alles Quatsch. Ein Pro-Gamer bin ich auch nicht, aber ich gehöre halt zu diesen Top 2%. Und in den untersten 20% ist dann Bronze und dann geht es in 20% Stufen weiter. Nach Bronze kommt Silber, nach Silber kommt Gold. Nach Gold kommt Platin und nach Platin kommt Diamant. Und ihr beide seid jetzt halt in Gold.
halt, werden wir mal sehen. Manchmal, sag ich mal, ist das Battle.net auch erstmal ein bisschen gönnerhaft bei den ersten 5 Spielen. Ob ihr vielleicht auch wieder absteigt oder ob ihr vielleicht auch aufsteigt, kann ja auch sein, alles möglich. Er denkt nur das Beste von mir. Ich verstehe schon, ja, da habe ich schon verstanden. Ja, werden wir sehen. Ich weiß auch nicht genau, wie ihr vom Skill so gegeneinander abschneiden werdet. Halt, ich glaube, dass es aber sich nicht viel tut. Ja, und dann muss ich dazu sagen, auch wenn man mich jetzt nicht sieht, ne? Der hat jetzt hier sein komplettes Setup, was die Hardware angeht, und ich habe das, was ich nicht habe. Ja, also wir spielen hier an fremden Rechnern. Ich habe lustigerweise genau dieselbe Tastatur, genau dieselbe Maus mit demselben Mauspad hier. Totaler Zufall, so übrigens. Genau, das ist Sabotage. Und für alle, die jetzt hier denken, das wird ein Pro-Gamer-Format oder so, wir haben es voll drauf. Nein, ich werde Fehler machen, ich werde viele Fehler machen. Und der David wird sein Bestes tun, mir diese Fehler auszutreiben und mich coachen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder? Bist du fertig da drüben? Oh mein Gott. Ja? Okay, ich würde sagen, dann klicken wir mal auf Spiel starten. 10 Sekunden dauert das Ganze. Ja gut. Ah, ist ja ganz gut eingestellt. Ich hoffe. Ihr habt die Hotkeys, habt ihr glaube ich alle. Hast du das so eingestellt, deine Hotkeys? Ja, nee. Ja, dann ist aber jetzt schlecht. Wollen wir dann... Du kannst in-game gleich nochmal deine Hotkeys ändern. Machst du kurz Pause. Ja, müssen wir ja jetzt so machen. Ich guck mal. Ich brauche auf jeden Fall das Grid. Also Grid kann ich... Du kannst in-game Grid umstellen, aus Hotkey auf Grid umstellen. Ich glaube, der Benjamin hat das aber drin gehabt. Ja, dann hoffst du alles gut. Ich meine mich aber. Wenn nicht, machst du Pause. Uiuiui. Ja, da drin. Wer ist noch nicht drin? Scheiße. Er macht doch eben Pause. Wo war denn die Pause da? Hotkeys. Du musst einfach auf Menü gehen. Ja. So, kann ich das muss er erstmal GUI erzählen. Also man kann hier so Profile auswählen, übrigens für alle, die es nicht wissen. Das sind so vereinfachte Hotkey-Profile. Hotkey-Profile, genau, dass man, wenn man unten rechts, gibt es ja gewisse Shortkeys, die man dann auch drücken sollte, nehme ich mal an. Also definitiv sollte die Maus nicht in das Rasterfeld unten, wo die Befehle für die Einheiten sind, reingehen. Das macht man alles mit Hotkeys. Mhm, genau. Also als Goldspieler kann es sein, dass man sich vielleicht nochmal ertappt, dass man da reingeht. Und Leute, die neu anfangen, werden kaum Hotkeys benutzen. Aber wenn man wirklich, sage ich mal, vorhat, irgendwie StarCraft auch ein bisschen besser zu spielen und wenn man besser werden möchte, dann sollte man definitiv immer Hotkeys benutzen. Dann geht die Maus gar nicht mehr da rein. Gibt es dieses Raster hier eigentlich schon seit Beginn an von StarCraft? In StarCraft 1 gab es gar keine Profile für Hotkeys. Da war als Standard für alle. Ja. Es gab aber eine Drittsoftware. Ja, die war aber verboten. Oh. Und in Warcraft 3 wurde das später nachgepatcht. Da gab's okay. Aber ich bin soweit. Also ich habe jetzt bisher immer auf Standard gespielt, deswegen möchte ich mich jetzt gerade nicht umgewöhnen. Würde ich dir auch gar nicht empfehlen einfach. Mach das, was du, aber genau, perspektivisch richtig. Solltest du einfach gucken, dass du irgendwann, dass du deine Hotkeys alle beherrschst. Alles klar, dann würde ich sagen, ich bin soweit. Ja, ich auch. Mal fortfahren, ja? 3, warte mal, die Maus steht. So, 3, 2, 1 und weiter. Ja, den Hotkey für die Probes hast du schon mal drauf. Ja. E drücken kriege ich noch hin. Gucken wir mal, wie lange das Glück anhält. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall viel Glück. Wir haben jetzt auch nichts besprochen, dass ich jetzt irgendwie jetzt schon irgendwelche Build-Order oder sowas testen. Ich gucken einfach mal, was der Marc jetzt so macht. Ich habe die Map auch noch nie gespielt und daher weiß ich auch noch wirklich gar nicht. Denn eigentlich baut man den Pfeilen nämlich schon bei 9 und nicht bei 10. Ja, zum Beispiel. Das sind so Dinge, da können wir zwischen den Spielen auch mal drüber reden. Weil du nämlich jetzt gleich Supply Block bist. Ja, und dann bin ich Supply Block. Super. Eigentlich baue ich ja noch bei 9, sonst wäre ich nicht in die Goldleiter gekommen, aber. Tja, das ist jetzt die Nervosität, wa? Ja, so ein bisschen schon. Wo ich eigentlich gar nicht nervös bin, aber es ist doch schon ungewohnt. Ja, du scoutest jetzt gar nicht. Scouten ist ja, dass man die gegnerische Base guckt. Man will ja ungefähr wissen, was der Gegner halt baut, damit man dann auch darauf vorbereitet ist. Man will ja auch wissen, ob der rusht oder ob er nicht rusht, ob der techt oder ob der eine Echse baut, eine frühe. Deshalb empfehle ich dir schon, dass du guckst, dass spätestens nach dem Gateway, dass du dann auch eine Probe zur gegnerischen Base schickst.
Was du übrigens machst, was mir jetzt schon auffällt, ist, du scrollst unheimlich viel an den Seitenrändern. Okay, ist das nicht gut? Gut ist, wenn du viel, ja, es kommt drauf an, wie weit die Distanz ist, aber ich, das meiste, was ich mache, ist alles Minimap-Klicken. Okay. Also ich bin jetzt irgendwie, achso, das ist ein Wall-In, okay. Das heißt, ich kann nicht wirklich sehen, was hier passiert. Genau, ein Wall-In heißt, dass man an einer Rampe Gebäude baut. Ja, muss nicht eine Rampe sein, kann einfach ein schmaler Durchweg sein, dass man da nicht jemanden durchlässt. Was du übrigens gerade machst, ist eine Probe verlieren. An einem SCV. Und die macht sich gleich an den zweiten SCV zu schaffen. Ach da, in der Basis. Ja, ja, der hat schon einen Kill. Ja, ist natürlich super. Da hätte ich nicht drauf geachtet. Du musst jetzt auch nicht unbedingt das SCV bis ins Niemandsland. Ja, ist richtig. Lassen wir das einfach mal so. Du hast den Rallye-Punkt von deinem Nexus. Zur Verteidigung von Marc möchte ich mal sagen, wer das vielleicht noch nicht selber erlebt hat, das ist unheimlich, macht das einen nervös, wenn man jemanden neben sich sitzen hat, der beim Zocken einen erzählt, was man alles falsch macht oder was man besser machen könnte. Also ich weiß das von mir selber. Ich kämpfe gerade ein wenig mit der Fraps, weil das sind ein paar wenig Frames, die ich hier habe, aber da muss ich jetzt durch. Gucken wir mal. So. Jetzt bin ich natürlich nochmal super erdockt. Vielleicht können wir es beim nächsten Spiel auch mal irgendwie gucken, dass du die Grafik ein bisschen runterstellst. Dann ist es vielleicht besser. Ist natürlich eine gute Idee. Tja, ist natürlich jetzt echt schlecht. Auf jeden Fall habe ich das auch schon mal öfter mal gehabt, dass ich Leute hatte, die mich gecoacht haben oder so. Und wenn dann Leute, ob in Teamspeak oder direkt im selben Raum, und mich vollgelabert haben, wenn ich zum Beispiel, ich habe viel mehr Fehler gemacht, als ich normalerweise mache. Ja, ihr hört das normalerweise, ne? Also mache ich das hier, habe ich jetzt schon mindestens 20 Einheiten und habe auch schon gewonnen, das Spiel, aber dadurch, dass wir das jetzt hier so machen, verliere ich das Ganze jetzt, würde ich sagen. Aber das noch ist das Spiel nicht vorbei. Also ich bin auf jeden Fall schon mal beeindruckt dafür, dass du wirklich noch nicht viel StarCraft gespielt hast, dass das mit den Hotkeys und schon sehr gut klappt, finde ich. Dafür. Okay, das war jetzt zum Beispiel ein Fail. Ja, E ist Hotkey für Sentry. Ich wusste jetzt aber nicht genau, was ich bauen möchte eigentlich. Na, interessant wäre, du hast das Gateway-Upgrade fertig und du solltest auch mal Warp-Gates deine machen. Warp-Gates. Zumindest von denen drei. Du hast jetzt übrigens deine Warp-Gates manuell mit der Maus anvisiert, aber hast du die auch ein Hotkey? Du hast die auf der Nummer 4. Mit W funktioniert es auch, okay. Aber du hast die aber auch auf Nummer 4. Dann muss ich halt nochmal separat das eine auswählen und das Dingens zu erforschen. Nein, das kannst du dann mit Alt-Tab-Tabulator-Taste machen. Ah, okay, gut, das wusste ich nicht. Also wenn du Gruppen hast, in der verschiedene Gebäude oder verschiedene Einheiten drin sind, zum Beispiel ausgeklappte Warp-Gates und unausgeklappte Warp-Gates, dann kannst du einfach in der Gruppe den Tabulator drücken und dann wechselst du zwischen den eingeklappten und ausgeklappten hin und her. Ist halt auch gut, wenn man eine Gruppe hat mit mehreren Units, in der auch Sentries drin sind und Stalker, und wenn ich dann mal blinken oder mal ein Guardian Shield setzen möchte mit den Sentries, dann kann ich Tabulator-Taste benutzen, um dann die Sentries anzuvisieren. Okay. Ja, zu den Build Orders will ich jetzt noch nicht so viel sagen. Auch was du auch machst, ist auch, dass du die Probes in deinen Nexus Queues. Also Queues heißt, dass du die in der Warteschlange packst und da sind immer 3 bis 4 drin und das sind dann geparkte 200, 150 Mineralien mindestens, die du da dann quasi immer. Aber ich muss nicht darauf achten. Also am Anfang finde ich das gar nicht so. Ja, aber du willst dir das antrainieren, darauf zu achten. Und das sind halt, das können die 200 Mineralien sein, die dir vielleicht irgendwann mal fehlen. Aha, okay. Ich meine, du hast jetzt schon 800 Mineralien, ne? Ah! Erinnere mich nicht dran. Das ist übrigens G. Ja. Ich sag's nur, weil du es auch mit der Maus gemacht hast. Das ist absolut richtig, ja. Also. Ja, dass ich in Mineralien ersticke. Ja, normalerweise, wenn man durchproduziert vernünftig, kann man auf einer Base mit 4 Warp-Gates eigentlich keinen Nexus setzen. Ja. Können wir doch, aber sehen wir ja. Klar kann man das, wenn man halt nicht durchgängig Einheiten produziert, geht alles. Ich will damit auch nicht sagen, dass es immer richtig ist, durchgängig Einheiten zu produzieren, aber wenn man Makro üben will, dann schon.
Deswegen verballern wir jetzt mal ein paar Mineralien hier noch. Gucken, was wir hier noch hinkriegen. Oh, 4 Gates und eine Robo hatte ich auch ganz vergessen, die das ja auch noch wollen. Ja. Richtig. Wenn schon, denn schon, ne? Wir sind ja hier nicht. Mir gefällt aber sehr gut, dass du auch immer, wenn du eine neue Einheit rein warpst, dass du die auch sofort gruppierst. Das ist eine Sache, die selbst ich nicht immer hinkriege. Ja? Also, ja, du gruppierst ja die Einheiten, du hast alle deine Einheiten bei deinem Hotkey-Setup auf die 1 gelegt. Richtig. Und du immer wenn du eine neue Einheit produziert hast, dann legst du die auch mit auf die 1. Und das ist halt eine Sache, die ich zum Beispiel selbst, und ich meine, ich bin in der Masterliga, und mir passiert das unheimlich oft, vergesse. Das ist irgendwie Gewohnheit, ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich mache das wahrscheinlich auch viel, viel, viel zu oft. Das ist übrigens G. Ja. Du kannst, ja genau. Gut. Schau mal. Okay, was du viel machst, ist, du benutzt keinen Attack-Move. Ich erkläre dir das vielleicht. A-Klick? Ja, genau. Den benutzt du halt gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir hier das erste Engagement gehabt. Der Marc ist halt ein bisschen feige und rennt erstmal lieber ein bisschen weg. Nimm ich ihn aber gar nicht so übel. Warum? Übrigens, wenn ich dir mal den Tipp geben darf, du spielst halt gegen Terran und du hast gerade gesehen, was er hat. Der hat nämlich Biru gebaut und der hat unheimlich viele Marauder auch gehabt. Und du bist unheimlich Stalker-heavy. Mhm. Stalker-heavy meine ich. Du hast halt viele Stalker in deiner Armee. Und ich finde, da du halt keinen Blink oder so erforscht hast, könnte es einfach besser sein, wenn du ein paar mehr Zealots hast. Okay, das definitiv. Auch was du auch machen könntest, ist Probes von deiner Main Base transferieren in deine zweite Base. Du wirst angegriffen übrigens. Ich halte einfach mal ein bisschen meinen Mund jetzt, weil das ein bisschen heikel gerade ist, die Situation. Für wen? Für euch beide. Ist ja gut zumindest. Waren jetzt nicht die schönsten Force Fields, die blocken dich gerade selber auch ein bisschen. Du warst ja übrigens mal Counter-Strike-Spieler. Ich habe immer den Eindruck, dass Counter-Strike-Spieler, die wechseln auf StarCraft, dass die sehr gutes Aiming haben. Besonders die Protoss-Spieler, da sitzen meistens die Force Fields immer ein bisschen besser als bei Leuten, die... kein außer Spiel. Bei mir, dann war ich wahrscheinlich kein guter Counter-Strike. Das war jetzt vielleicht einfach eine Ausnahme. Also ich traue dir sicherlich zu, dass du auch besser auf Force Field setzt. Ja, ich mir auch, aber ich habe leider einen Sentry, deswegen ist das etwas schwierig mit einem Sentry. Okay, was du machst ist, du fokust immer eine Unit gerade. Du kannst auch einfach mit einem A-Move, also mit einem Attack-Move, hinter den seiner Armee klicken und dann machen wir das schon von alleine. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, du overmicros auch gerade. Also Micro meine ich das Unit Management. Aha, okay. Kann ich jetzt gerade nicht so viel sagen, aber. Hier, mindestens 4 Gates. Ja, währenddessen hast du gar keine Probes gebaut jetzt die ganze Zeit. Nehme ich dir nicht übel, ist halt bei Anfängern so. Will nur ein bisschen Bewusstsein dafür erzeugen, ne? Ja, auf jeden Fall. Der Fall ist ja auch da und ist ja auch absolut richtig so, ne? Ich habe mich ja auch deswegen so entschieden, quasi, mich für die coachen zu lassen. Ja, das war jetzt eher nicht so gut. Ich weiß nicht, du müsstest jetzt gar nicht wegrennen. Vor allem Zealots, die kontinuierlich wegrennen. Klar, du hast Angst, dich kiten zu lassen, aber du irgendwie, was du gerade machst, ist hier kontinuierlich halt Einheiten verschenken. Also das, was Sebastian sehr gut macht, ist halt dieses Hit and Run. Ja, Guck mal, hier oben habe ich einen Opa, das ist schön. Ja, die sitzt da schon die ganze Zeit. Ja, das ist super. Jetzt hast du auch ein paar Probes mit, also. Ja, die passen schon. Das ist quasi Mietschild. Was ich mich nur frage, ist, weil ich weiß, dass der Sebastian, also in dem Fall jetzt hier der Tomania, ob er bei dem Micro, das er da gerade einen Tag hielt, ob der da überhaupt noch Makro macht. Also ob der in seiner Base denn, ob er es dann hinkriegt, dann Einheiten nachzuproduzieren und SCVs. Ich glaube, jetzt gerade macht das, so wie das aussah. So, die wieder da rein. Mal nachgucken.
Auf jeden Fall ist es schon mal ein sehr spannendes Spiel, muss ich ja selber mal sagen. Also ich hätte das eher erwartet, dass es, wenn es zu einem Kampf kommt, dass es dann halt ziemlich einseitig wird, ohne zu wissen für wen. Weil meistens ist es so, das ist meine Erfahrung bei Anfängern auch schon mal so, dass es dann halt auf einen Angriff hinausläuft, weil beide sich ein bisschen aufbauen. Aber es ist sehr schön eigentlich, dass jetzt da auch ein bisschen Stress hier passiert, ne? Weil ich dann ja auch ein bisschen sehen kann, wie der Markt das so hinbekommt mit dem Einheiten nachbauen, während er auch in einer Stresssituation steckt. Ich habe dir übrigens eben schon mal gesagt, dass du Probes von deiner Mainbase transferieren solltest auf deine, auf deine zweite Base. Und bei 1400 Mineralien schadet er auch nicht immer eine dritte Base zu nehmen, bei so viel Probes, die man gebaut hat. Jetzt bin ich gerade momentan ein bisschen overkillt. Du bist einfach überfordert, ist ja, normal. Ganz genau. So, dann gehen wir mal nachgucken. Also wenn der Sebastian echt jetzt gerade erst seine zweite Base baut, dann ist er aber schon meilenweit hinten. Das hätte er eigentlich während des Pushes die ganze Zeit schon machen müssen, also während seines Angriffes. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das so klug ist, da so zu kämpfen, wo er die Tanks... So, ich hatte doch hier irgendwo eine Probe, die ist verschütt. Ich sehe sie, du hast zwei Probes. Oh, cool. Du hast übrigens 19 Probes, die gar nichts machen. Ja, das sind die wahrscheinlich oben von der Main. Ne? Ja, die eben nie transformiert worden sind. Ja, richtig. Ja, und jetzt, also das nennt man übrigens Oversaturation. Das heißt? Oversaturation ist, wenn du auf einer Base so viele Probes hast, dass das überhaupt, ja, das ist halt Overkill von dem Probe-Count. Du kannst, die Probes, die können gar nicht da arbeiten, weil gar nicht genug Mineral Patches da sind. Mm, okay. Deshalb sage ich ja, dass, du musst nicht Rechtsklick machen auf eine Einheit. Du kannst auch, ja genau, und dann hinter, dann halt einen Tech Fahrt nutzen, dass der auf dem Weg dahin, wo du hingeklickt hast, dann die Einheit umhaut. Du solltest generell so laufen. In Ausnahmen benutzt man den Move-Command, aber dieses Klicken halt ist auch in vielen Situationen richtig, aber nicht immer und du machst das so gut wie immer. Ja, mit den Kolossi, glaube ich, ist jetzt Feierabend. So, A-Klick. A-Klick und hinter seiner Armee. Immer. Dann machen die Einheiten das schon und dann hast du Zeit, um Makro zu machen. Ja, jetzt zum Beispiel müsstest du es gar nicht auf das Gebäude draufklicken. Der A-Klick halt hinter die Mineral Line würde schon reichen, damit die schon das Richtige tun. Okay, gucken. Wäre jetzt toll, wenn ich Blink hätte. Ja, toll wäre auch, wenn deine Kolossi nicht in den Turret reinlaufen. Ja, aber das habe ich ja selber gemerkt. Das ja. War nicht so gut. Aber schauen wir mal. Ja, du bist unheimlich darauf fixiert, deinen Einheiten zuzuschauen. Das ist halt ein typischer Anfängerfehler. Also okay. Die machen das, wenn du den, das meine ich halt mit, du machst einen A-Move in seine Base rein und dann makrost du. Also sonst. Oh, da kommt das GD! Ja. Jawohl! Guck mal, ich habe gewonnen, das finde ich ja gut. Ja. Obwohl ich total überfordert war. Also von Maiko. Von Maiko hat definitiv der Sebastian die Nase vorn gehabt. Also ja, ich habe so viele Fehler gemacht, ne? Ich habe am Anfang habe ich in meiner Kommandozentrale aus Versehen alle eingeladen. Ja, guck mal. Ja, passiert. Lass mal kurz das Spiel einmal kurz rekapitulieren. Oh nee, bitte, aber nicht meine Perspektive. Meine Perspektive ist. Ich würde dir. Ich kann dir aber. Warten wir mal, bis der Stuhl aufgehört hat zu rappeln. Jetzt. Ich kann dir aber schon direkt was sagen, ohne deine Perspektive gesehen zu haben. Ja. Du hast doch gesehen, dass der Protoss eine zweite Base genommen hat. Ja, ich habe mich gecheckt, dass ich vielleicht mal auch angehen wollte. Und wenn du das gecheckt hast, hättest du das Spiel gewonnen. Meinst du? Ja. Du warst mikromäßig so überlegen in den Kämpfen. Ich habe gedacht, boah, der wird ja bestimmt jetzt auch schon eine zweite Base haben. Und weil du das nicht gemacht hast, ja. Du warst doch mind out.
Ja. Ja, gerade war ich mein Ort. Also Merkel, ja, wer keine Mineralien mehr Basis hat, baut eine zweite. Das haben wir aus diesem Spiel gelernt. Nein, der baut sie vorher schon. Ich war so mit Micromanagement beschäftigt und ich habe auch vergessen, Depots zu bauen. Ich habe zwischendurch musste ich hier die Sachen nehmen, um ein Depot zu erweitern, damit ich weiter bauen kann, damit ich pushen kann ein bisschen. Irgendwann habe ich gemerkt, dann habe ich oben, das ging alles nicht. Und dann dein größter Gegner bist du selber. Weil du hast dich wahrscheinlich so nervös gemacht, weil das sind ja typische Fehler, wenn man nervös ist auch. Weil Leute, ich bin nervös. Ja, aber warum? Da gibt ja keinen Grund. Nein. Komm, mit Props. Im nächsten Spiel, also ich glaube, auch wenn du jetzt das nächste Spiel verlieren würdest, glaube ich nicht, dass du ein so viel schlechterer Spieler bist als der Marc. Weil du hast halt, dadurch, dass du früher halt RTS gespielt hast, viel Spielverständnis, das du mitbringst. Und das hat man einfach gesehen, als der Kampf an deiner Expansion war. Also definitiv. Das mit dem Hin- und Herziehen auf jeden Fall war schon fies. Und du meinst die Concussive Shells? Ja, das hinten dran, dieses Kiten immer wieder mit den Concussive Shells. Das, genau. Ja, aber ich habe nicht aufgepasst, dass meine Medivacs halt immer vorne wurden angeschossen. Das tut ja blöd. Ich habe aus Versehen welche eingeladen. Komm, das sind Dinge, die passieren mal, aber das war, also da hat der Marc noch einiges von dir zu lernen. Also wir hatten jetzt 22-Minuten-Spiel. Mit dem Intro würde ich sagen, kommen wir gut auf 40 Minuten, deswegen würde ich sagen, lassen wir die erste Folge erstmal so stehen. Und wir hoffen, auf jeden Fall, ich hoffe, dass es euch in irgendeiner Art und Weise gefallen hat. Und wir werden davon noch ein paar weitere Folgen auf jeden Fall machen. Mehr oder weniger erfolgreich wahrscheinlich, zumindest für mich aus meiner Sicht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei David, bei Sebastian für das Testmatch. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ihr dürft auch Tschüss sagen. Hat Spaß gemacht. Sicher. Adios. Bye bye.